Konferenz, die eine ganz spezielle Konferenz ist. Es sind alle Arbeitsminister da und es sind alle Arbeits- und wir werden nachher auch sowohl aus der Wirtschaft als auch aus der Gewerkschaft nicht mehr das hören. Warum müssen wir uns in einer solchen Konstellation das Problem in unserem Europa haben? Das ist die große, hohe Arbeitslosigkeit der Jugendgarantie. Hermann von Rompuy wird nachher darüber berichten, was wir im Europäischen so vorgehen, dass wir uns vor allem sagt, derer, die Erfahrung haben, wie selbst man etwas ist. Und es ist Wirtschaftler aus Europa getroffen, die heute eine parallele Konferenz veranstaltet. Es geht nicht nur um zusätzliche 6 Milliarden Euro, das will ich gleich zu Beginn sagen, sondern es geht, womit wollen wir in Zukunft unser Geld verdienen, wie können wir jungen Menschen eine Chance geben, zur Fachlektüre einladen.